Hi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf customrix.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Gehäuse hier. Das ist ein Geekcase A50 und zwar ist es das neue Geekcase A50 Plus. Und Geekcase hat das ganze Gehäuse nochmal überarbeitet gegenüber der ersten Version. Die erste Version habe ich auch schon mal gebaut. Gibt es auch ein, zwei Videos hier auf meinem Channel. Wie die Verbesserungen im Detail aussehen und wie das System nachher am Ende ausschaut, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, fangen wir da bei der ganzen Sache mal außen an und arbeiten uns nach innen vor. Und zwar, ja, wie man jetzt hier sehen kann, die Panels werden jetzt mit diesen Thumbscrews hier, also mit den quasi Rändelschrauben, befestigt. Das ist super, man hat nicht mehr diese Nutensteine, die sich ständig verschoben haben. Das war eine ganz schöne Frickelei, dort die Seitenteile immer anzubauen. Dann geht es weiter hier hinten. Und zwar haben wir hier hinten die GPU-Halterung. Da drückt quasi die I/O-Blende von der GPU nach unten und dadurch wird die so fixiert. Das war auch mit Schrauben gelöst. Das ist jetzt auch hier eben mit diesen Rändelschrauben gelöst. Machen wir weiter auf der anderen Seite. Ja, auch hier die Rändelschrauben halt fürs Sidepanel. Und dann sehen wir jetzt hier schon, dass den PCI Express Riser Card, die war vorher auch sehr wackelig montiert, ist jetzt wirklich richtig schön fest. Hier kann auch eine schwere Grafikkarte richtig gut drin halten. Also ja, auf alle Fälle. Und das Ganze hält hier jetzt durch diesen neuen Metallrahmen, der jetzt hier drin ist. Das ist pulverbeschichtetes, ich denke mal Stahl. Alu wird das nicht sein. Stahlblech pulverbeschichtet. Ist hier integriert ins Innere. Das Mainboard wird von diesem Stahl-Mainboard-Tray gehalten. Und auch das Netzteil, ja, sieht man jetzt hier. Das Netzteil hat jetzt auch hier eine Metallhalterung. Ich finde die Verbesserung ist auf alle Fälle das, was am meisten ausmacht, weil dadurch das ganze Gehäuse extrem stabil wird. Also wenn man jetzt hier mal wackelt, hier wackelt überhaupt nichts, und vorher hat mit diesem Acryl Mainboard Tray, was vorher verbaut war, hat das Ganze schon ja sehr, hat einen labilen Eindruck auf alle Fälle gemacht. Ansonsten, was gibt es noch? Ach so, ja, hier oben im Oberteil, das ist das Oberteil, das ist nach wie vor mit diesen Nutensteinen. Das ist ja, im Idealfall baut man das ja bloß einmal ab und einmal dran. Und zur Montage vom Mainboard und so weiter, vom System, lässt man das am besten ab. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass das Netzteil jetzt nicht mehr hier vorne in dem Bereich, das wurde vorher in dem Bereich hier mit verschraubt, die Netzteilhalterung. Und dadurch kann man jetzt hier oben 3x92mm Lüfter installieren. Das ist natürlich viel, sorgt für ordentlich Airflow, gute Temperaturen. Und genauso kann man hier unten noch einen 92mm Lüfter installieren. Ja. Macht jetzt in dem Sinne fürs Netzteil ja Sinn oder auch nicht. So warm wird das Netzteil hier drin nicht. Und dazu sind die Netzteilkabel, die gehen hier unten lang. Das wird ganz schön eng. Ich verbaue jetzt hier keinen 92er Lüfter. Ich werde oben zwei 92er Lüfter verbauen. Die habe ich schon hier. Zwei Noctua Chromex Black kommen oben rein. Und da stelle ich euch mal das System weiter vor, was hier noch so reinkommt. Und würde dann mal sagen, wir bauen das Ganze zusammen und schauen uns mal an, wie das so performt und wie die Temperaturen so sind. Ja, fangen wir an. Hier wird verbaut. Und zwar haben wir hier als Grundplattform das Mainboard. Das ist eine ITX Mainboard, das ist eine ASRock Fatality. Ein X470 noch mit BIOS Update, dass die 3000er Ryzen Serie läuft. Funktioniert top. Läuft richtig ordentlich, das Mainboard. Habe ich schon länger in Verwendung. Dann ist hier drauf ein Ryzen 3600. Die Nicht-X-Version reicht völlig aus für das, was ich hier vorhabe. Und wird gekühlt von einem Noctua NHL9 in der ARM4-Version. Und das Ganze wird hier unterstützt von Team Group Extreme ARGB in den neuen 3600 MHz mit CL18 Timings. Dann haben wir hier für die Grafik haben wir jetzt hier die ASRock RX590 mit 8 GB Phantom Gaming Version. Schöne solide Karte, Full HD, bringt es auf alle Fälle ihre Leistung. Ich habe mal angetestet, ich konnte auch via QHD Auflösung
eigentlich auch brauchbar spielen, wenn es jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Ego-Shooter sind, die man jetzt unbedingt ligabasiert spielt oder so. Ja, kann man auch in einer WQHD-Auflösung hier mit dem System auch einigermaßen spielen. Dann die SSD ist hier in dem Fall eine Team Group Delta Max, auch so eine ganz neue Version mit diesem vollflächigen RGB-Beleuchtung. Ja, ziemlich geile Optik, das Ganze gefällt mir richtig gut. Und dann eben, wie vorhin schon gezeigt, die Noctua Chromax Black 92mm Lüfter in der dünnen Version, in der schmalen Version, weil hier passen keine dicken Lüfter rein. Also hier nur, ich glaube, 15mm sind die. Und dann wird das Ganze natürlich hier befeuert, strommäßig von einem Seasonic Focus Gold Netzteil. Das ist das SGX 500. 500 Watt ist vielleicht ein bisschen overpowered für das System, aber ja, besser zu viel als zu wenig, wenn man doch mal upgraden will. Kann ja sein, man möchte einen größeren Prozessor oder eine größere Grafikkarte einbauen, kann man das machen, hat man hier auf alle Fälle Reserven vom Netzteil aus. Und das Ganze bauen wir jetzt mal ein und schauen mal, wie sich das so ja, verbauen lässt und wie das Ganze nachher aussieht und ne, wie das Ganze dann von Temperaturen her sich verhält und die Leistung von dem System ist. Ja, Leute, die Kiste ist fertig. Ließ sich eigentlich relativ gut bauen. Ihr habt ja jetzt gesehen im Video, dass ihr auf ein paar Sachen achten müsst. Vor allen Dingen beim SFXL-Netzteil. Das ist ein bisschen länger als ein normales SFX-Netzteil. Macht es wirklich Sinn, den Boden rauszunehmen und das Netzteil dann zu verbauen und die Kabel dann entsprechend zu verlegen und das ein bisschen reinzudrücken. Entsprechend kann man natürlich jetzt hier auch mit dem SFXL-Netzteil den Lüfter hier unten nicht verwenden. Ansonsten eigentlich alles top. Die Grafikkarte, ich bin wirklich überrascht, die hält wesentlich besser als in dem alten, in der ursprünglichen Version, in der ersten. Ja, das macht alles einen viel stabileren Eindruck
Und ist ja meiner Meinung nach wirklich ein sehr gutes Gehäuse vom Aufbau her und lässt sich wunderbar bauen. Wie das Ganze jetzt hier performt, 3D Mark und ein bisschen Cinebench und vielleicht auch noch ein, zwei Spiele, wie die Temperaturen sich da verhalten beim Ryzen 3600 und vor allen Dingen bei der RX 590 Phantom Gaming. Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Ich werde den Rechner mal anschließen und dann geht's direkt los. Von dem Aufbauvideo, von der kurzen Vorstellung vom Geekase A50 Plus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat einen kurzen Eindruck gegeben, wie das Gehäuse so aufgebaut ist, wie es sich so bauen lässt, dass es sich sehr gut bauen lässt, auch mit einem SFXL-Netzteil. Ist natürlich mit den Kabeln jetzt hier unten ein bisschen eng. Dafür lässt man natürlich den Lüfter hier weg und kommt dann auch mit einem SFXL-Netzteil ziemlich gut zurecht. Ja, und ihr habt vielleicht auch gesehen, wie man so vorgeht beim Zusammenbau, welche Teile man halt ablässt, wenn man das System so zusammenbaut. Dann wollte ich noch kurz sagen zur Kühlung hier. Also wir haben ja gesehen, die Temperaturen sind völlig okay, vor allen Dingen beim Zocken. Keine Probleme mit CPU oder GPU-Temperaturen. Man kann hier natürlich aber auch noch einen viel größeren CPU-Kühler montieren. Man hat jetzt hier bis zum Sidepanel noch gut 3 cm Platz und kann natürlich dann dementsprechend einen höheren CPU-Kühler montieren. Meine Empfehlung ist sogar, hier das Sidepanel, was jetzt hier ist, das wäre vielleicht auch eine Idee für Geek, dass sie das nachträglich mit anbieten, dass man sozusagen hier nochmal einen Zentimeter oder 15 mm, so 1,5 cm Abstandshalter mit dazu gibt, um dann wirklich mit der CPU-Kühlerhöhe noch variabler zu sein, um halt zu sagen, okay, ich möchte in meinem ITX-Case doch einen sehr hohen, sagen wir mal 70, 80, 90 mm hohen CPU-Kühler verbauen und kann mit den Abstandshaltern dann auch leben, optisch wie auch kühltechnisch. Ja, es ist wie bei vielen ITX-Cases, die brauchen Luft, die sind staubanfällig, keine Staubfilter vorhanden. Preislich ist das ITX-Case hier, das Geekase A50 Plus, ja, sehr interessant. Ich weiß, dass Geekase einen UK-Shop hat, dass man in England bestellen kann. Ich weiß ob es aktuell noch ist. Das Gehäuse kostet in der Ausstattung mit der PC Express Riser Card im Geekase Shop 89 Dollar. Ihr könnt das dort auch bestellen und es wird dann halt direkt aus, ich glaube, aus Taiwan geschickt. Und ihr müsst halt dann noch die Zolleinfuhrsteuern dann mittragen. Ich denke, die werden so um die 20 Euro liegen, denke ich mal. Dann werdet ihr ungefähr beim Gehäuse so bei ja, 110 bis 120 Euro landen. Mit PC Express Riser Card finde ich, das ist ein okayer Preis für das, was man hier bekommt. Das ist wirklich jetzt mit, jetzt ist es ein richtig stabiles Gehäuse. Die erste Version war jetzt nicht ganz so stabil. Hier wackelt nichts, hier ist alles fest verbaut. Ich finde es wirklich gut. Und damit verabschiede ich mich jetzt bei euch hier mit dem Geekase A50 Video. Wenn ihr Fragen zum Gehäuse habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Wenn ihr ein ITX-Case sehen wollt im Aufbau und vielleicht in einem Kurzreview, wie die Temperaturen dort sind und wie sich das Ganze im Aufbau verhält, also wenn ihr einen Wunsch-ITX-Case habt, was ihr vielleicht kaufen wollt, aber euch nicht sicher seid, schreibt das in die Kommentare. Ich versuche da was zu machen, dass ich da das ITX-Case ranbekomme und ob ich es meinetwegen auch kaufe, ist dann auch egal. Weil mich interessiert das genauso wie euch. Und ja, wenn ihr da was habt, schreibt es in die Kommentare.
Ich versuche das möglich zu machen und würde sagen, dann verabschiede ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal hier auf customlex.de und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao!